Heute in dem Video geht es mal wieder um ein schönes Bestellen, was euch erwarten wird. Drei Leute aus meinem Team haben sich bereit erklärt, mir heute die drei besten Pizzen zu bestellen. Einmal die bestbewertetste, die mittelbewertetste und einmal die schlechtbewertetste. Ich muss rausfinden, wer was bestellt hat und welche denn die beste, die mittlere oder die schlechteste ist. Lasst mal ein Abo da und fivi.gg natürlich, ne? Meine Kochmarke, da ist schon ein Newsletter. Wäre toll, wenn ihr euch da eintragt. Ich krieg diese Lachfrau wieder eingezeigt. Wir gehen lachend einkaufen. Basilikum. Hallo, ich bestelle heute das mittlere Essen und wir sind in der Kategorie Pizza und ich habe hier einen Place gefunden, der einen verdächtig asiatischen Namen hat dafür, dass er eine Pizzeria sein soll. Bewertung von 3,8 und ich habe hier schon ein bisschen nachgeschaut und eben einmal die Pizza-Kategorie übersehen, weil hier gibt es echt verdammt viel Zeug, aber es gibt auch Pizza. Ich würde sagen, für den Vergleich werden wir alle eine Pizza Margherita nehmen, dann kann man da immer schauen, wie die Pizzeria an sich ist. Dann habe ich schon geschaut, die haben, ja wir blurren ja immer die Namen von den Places, ne? Aber die Pizza heißt halt, wie der Place heißt. Dann könnt ihr jetzt mal raten, wie dieser Place heißt. An dieser Pizza mit Scampi, Salami, roten Zwiebeln, Hähnchen und Sauce Hollandaise. Und ich dachte, um noch einen Twist mit reinzubringen, mache ich noch Barbecue-Soße mit drauf zu der Sauce Hollandaise. Das wird lecky. Fehlt uns noch ein bisschen was für den Mindestbestellwert und einen guten Italiener. Erkennt man ja meistens auch am Tiramisu. Deswegen scrollen wir mal ganz kurz eine Dreiviertelstunde nach unten. Und da gibt es das hausgemachte Tiramisu. Ob es wirklich so hausgemacht ist, werden wir sehen. Dann haben wir 21,75 Euro. Wir haben Rabatt bekommen. 10% auf alle Gerichte und dann nochmal 10% auf alle Gerichte. Wow. Damit haben wir 1,75 Euro gespart. Jetzt kommt der Nächste. Moin, ich bestelle heute das schlechteste Essen. Mein Place hat eine Bewertung von 3,1 Stern. Ich bestelle genauso wie das denn eine normale Margarita einmal zum Vergleichen. Und dann habe ich mir vorhin schon etwas rausgesucht, was ganz Feines. Und zwar die Pizza Gambas mit Knoblauch gebraten nach indischer Art und Fisch. Supi lecker. Und weil ich einen Mindestbestellwert von 35 Euro habe, muss ich noch ein paar Sachen dazu nehmen. Wir nehmen ein paar Pizzabrötchen, würde ich einmal sagen. Ein Pizzabrot würde ich einfach noch mal dazu buchen. Mit Olivenöl und Knoblauch. Dann nehmen wir noch ein Dessert einfach mal dazu. Und zwar den Tiramisu. Dann sind wir bei 41,50 Euro. Okay. Dann war es das mit meiner Bestellung. Und als nächstes kommt der nächste. Hi. Ich bestelle heute das Beste. Ich habe eine Pizzeria gefunden, die einen sehr lustigen Namen hat und demnach sind auch alle Pizzen sehr lustig benannt. Wir haben gesagt, wir bestellen alle eine Margherita-Pizza und die heißt in diesem netten Laden Pizza Alessio. Oh Mann, das ist so ausgelutscht, aber Hauptsache Alessio geht's gut. Die hätten wir auch als Familienpizza bestellen können. Lustig. Dann habe ich eben rausgesucht, das Special von diesem Laden. Und das ist die Pizza Pirata Speziale mit Nudeln und Bolognese-Soße. Die kommt natürlich auch mit in den. Oh, es gibt noch Extras. Nein, ich will die genauso, wie der Laden sie vorschlägt. Und weil ich einen Mindestlieferwert von, ich glaube, 25 Euro habe, müssen wir noch eine Pizza dazu nehmen. Und die nehme ich einfach nur, weil sie diesen seltsamen Namen trägt. Sie heißt Pizza Borussia. Und wenn die nicht in den Farben von Borussia hier ankommt, dann weiß ich auch nicht mehr. So, damit sind wir bei 27 Euro und dann sehen wir uns wieder, wenn das Essen geliefert wird. Sie sind nun angekommen. Ich werde jetzt einfach mal random welche zu mir holen. Ich muss mal ganz kurz in die Runde fragen, seid ihr bekifft? Warum habt ihr so viel Pizzen bestellt? Ist das jetzt so ein Vorrat für die Mindestbestellwert? Freue ich mich auf die nächsten Tage, wenn ihr kalte Pizza essen werdet. Das ist ja gar kein Problem. Spot Nummer uno. Da, oh Mann, Alter, warum direkt Thunfisch und so eine Kacke? So, wir haben hier einmal Thunfisch, Kott, zweimal Paprika. Und welche Paprika mögen wir am meisten? Die? Rote. Und welche hassen wir? Grün. Ist auch mit drauf. Haben wir noch Pilze dazu und Thunfisch irgendwie. Unter was gilt das? Tex-Mex, ist das schon? Nee, okay. Steht wieder eins. Mhm. Schmeckt nach einer normalen Thunfischpizza. Alles alright bis hierhin. Kein Riesendrama. Wir gehen in die zweite. Fuck off! Fuck off! Das haben wir nicht gemacht. Das ist nicht okay. Ihr Dreckigen.
Ihr dreckigen Schweine, ey. Die ist nicht mal geschnitten, weil die da sagen, das ist zu unchristlich, als dass die das abschneiden würden. Ey, wer macht denn eine Bolo auf so eine... Es ist passiert, jetzt ist der große Tag, zwei tolle Sachen werden zu einer schlechteren. Wie kann man das denn auch nicht schneiden, Alter, ey? Was für ein Bouquet von Scheiße. Erstmal ein bisschen Bolo. Die ist ja auch nachträglich draufgekommen. Das ist eine Margarita, wo Bolo drauf ist. Das sind so klein geschnittene Spaghetti-Stückchen. Hat schon mal jemand von euch privat gesündigt? Du, ne? Ja. Aus dem Nichts kam er. So, ein Red Bull am Tag muss sein und manchmal einmal die Woche so eine Bolo-Pizza. Naja. Nicht so schlimm, wie ich dachte. Nudeln schmecken eigentlich nur nach Butter mit ein bisschen Tomate. Und das Fleisch ist tatsächlich dezent okay gewürzt. Geht schlimmer. Das ist okay. Mich stört, dass ich es eigentlich nicht so scheiße finde, wie ich dachte. Aber es ist eigentlich schon cool. Ich dachte, die machen da erst die Bolo drauf, schieben es dann mit Käse überbacken in den Ofen. Ich glaube, dann ist ranzig, weil dann die Nudeln so crunchy werden. Aber danach ist alright. Nur dann ist kein Käse mehr drauf. Parmesan hätte man schon hobeln können, sage ich. So, und dann jetzt nochmal. Das ist dann das Äquivalent zur Margarita, schätze ich mal. Mit dicken Tomatenstücken drauf. Die ist ein bisschen angebrannter. Sieht auch irgendwie anders aus, so vom Teig her. Ist viel fluffiger an den Seiten. Ist auch anderer Käse. Wild. Naja, benutzen wir das mal als Maßstab. Viel Käse, viel zu wenig Soße. Bei dem Place würde ich eher eine Bolo-Pitch bestellen als eine Margarita. Sag ich euch, wie es ist. Mittelmäßig. Gehen wir mal zu Place Nummer 2. Oh, ein Tiramisu für Mindestbestellwert. Darum geht's heute nicht. So, erstmal was Kleines. Wir haben mit Spinat und Brokkoli gefüllte Pizzabrötchen. Schmeckt noch relativ wenig, obwohl es noch viel aussieht. Schade. Käse dir? Nee, einfach nur ein Knoblauchbrot. Salzig, würziger Knoblauch, trockenes Brot, auch eher alright. Sieht aus, als wäre die in der Pubertät und hätte Pickel, Alter. Shrimp-Pizza, meine Lieblings. Vielen Dank auf jeden Fall für die Bestellung. Ich weiß, dass ihr das wisst. Oh, Shrimps immer so geil, egal wo, egal wie. Shrimps immer gut. Einfach so krustiges, widerliches, hartes Gummi, auf das man beißt, mit kaum Eigengeschmack. Nicht geschnitten, ist schon Trash-Play, sag ich euch. Hä? Wo ist die Margarita? Das ist Ananas! Das war vorausgewählt, Ananas. Auch unterschiedlich so. Hier ist weniger Käse drauf, dafür sieht es nach mehr Soße aus. Dann tue ich mir nochmal die Hawaii-Pizza an, aber ich verstehe und interpretiere das schon als eindeutiges Signal, dass hier viel Auswahl ist, aber das, glaube ich, ein Trash-Place ist. Ist okay. Aber auch nicht ganz durch. Oh, ist die trocken. Boah, ich bin richtig wütend langsam. Guck mal hier, siehst du den Gefrierbrand? So ein Gematsche. Ich weiß gar nicht mal, ob ich hier reindippen will. Boah, das ist sogar noch so gefroren, das hier oben, dass ich nicht mal durchkomme damit. Boah. Ja, ist auf jeden Fall für den Sommer geil, wenn man so... Ich bin im Park mit meinem Tiramisu. So lecker. Mein Tiramisu-Eis. Nicht mehr okay. Wenn das nicht besser wird, ist das meine Mitte und das ist scheiße, sage ich dir. Place Nummer 3. Oh Gott, das sifft das Tiramisu. Ich schaff's direkt aus dem Weg. Ich will gar nicht am Ende. Guck mal. Dafür haben wir jetzt einen netten Kollegen drauf. Sehr klein auch im Vergleich. Die riesig, dafür nicht geschnitten und nicht so geil. Die hier genau das Mittelmaß, die sogar am kleinsten von allen jetzt. Oh, das ist der Inbegriff von typischer Dorfpizza. Wichtig unten auch mit dem Lochbrett gebacken. Naja. Tomatiger als die anderen auf jeden Fall. Seid ihr bekifft, Mann? Wer bestellt denn sowas? Das kann doch. Ist das alles Vorauswahl oder habt ihr selber kreiert? Ich hab die anderen noch mit Pizzen. Der Typ von dem Lieferservice wollte noch mal anrufen, um zu fragen, ob das so richtig ist. Also ist eine selbst zusammengestellte. Lass ich euch doch mal teilhaben. Boah, ist das nass hier unten. So, wir haben Shrimps, Ananas, Barbecue-Soße, vielen Dank dafür, rote Zwiebeln und anscheinend doppelt Käse. Das hier ist der Inbegriff von Durchfall. Das Unangenehme, wenn man so mit Leuten zusammenwohnt, wo man so ein leichtes aus so einem Bad mal hört, weißt du? Wo man einfach sich nicht sicher war, was da genau rausgekommen ist, aber man ist froh, dass es draußen ist. Das hat eine ganz ungesunde Farbe. Es ist gelb-braun-schwarz. So merkwürdige, nicht passable Pizzafarbe. Ist es eine Hollandaise-Pizza, die ihr Asozialen geholt habt? Ich hasse Hollandaise-Pizzen.
musst du die Barbecue-Soße beißen. Habe ich schon. Ich habe dazu noch die Salami, die sich unter dem Käse verbirgt, entdeckt. Boah, ist das ein Schandtat. Irgendwas cruncht. Was ist jetzt passiert? Hast du einen fahren lassen? Die Pizza ist. Ja, das ist echt. Das ist ein Ferndurchfall, ist das. Ich bin erstmal maßlos enttäuscht von euch allen. In jeder Bestellung ist was dabei, was mir mein Leben deutlich erschwert und heute Abend meinem Darm das Leben auch nochmal zusätzlich schwerer macht. Vielen Dank dafür. Ich muss sagen, qualitativ und auch geschnitten ist die hier am besten zubereitet, auch wenn da die Bolo-Pizza dabei ist, die wirklich das Vernünftigste aus all diesen Sachen war. Also die Bolo-Pizza finde ich wirklich favorisiert am besten von allen. Hier ist das etwas zerlassene Tiramisu plus die all wirklich übliche Dorfpizza. Ich kann mir vorstellen, dass das hier im Durchschnitt besser abschneidet als die hier, weil die ist wirklich sehr, sehr runtergerockt. Dementsprechend ist, glaube ich, meine Sortierung folgendermaßen. Das komische, zerhauene Tiramisu und die kleinen Pizzen mit der widerlichen Barbecue-Soße, schlechtester Place. Das hier ist die Mitte, das ist das Beste. Jetzt kommen wir zu den Bewertungen. Die offiziellen Bewertungen werden sein 3, 4,1 und 4,9. Und zuzuordnen, das fällt mir doch wohl ganz leicht. Das mit den ekelhaften Barbecue-Schrimp-Sachen ist das denn. Das mit dem Tiramisu on a Stick, das ist Julian. Und das hier mit der Bolo, das ist Nina. Da bin ich mir fast sicher. Und ob ich wirklich richtig liege, seht ihr jetzt sofort nach dem Schnitt, wenn die alle hier rumwuseln und sich zu ihrem Platz stellen. Es ist der Mischsong, es mischt sich alles. Es ist der Mischsong, alle mischen sich. Und es wird gemischt und vermischt und ich sag Stopp! Let's see. Oh fuck ja. Oh fuck ja. Lese euch wie Bücher in meiner Freizeit. Harry Potter, Stein der Weisen und die anderen beiden Bücher. Sehr schön. Habe ich ja alle richtig zugeordnet. Das war mir ja per se vollkommen klar und bewusst, was hier abgeht. Schrimp Barbecue Pizza, ne? Es gibt einen Fact. Also es ist nur eine Zutat mit dazu. Und du darfst raten, welches ist. Ananas. Barbecue-Soße. Ja. Ah, fuck. Na gut, okay, der Rest ist ja so. Und dann rufen die an und fragen, ist das richtig so? Ja, die machen diese Monstrosität und bei der Barbecue-Soße, nee, das ist zu viel. Nee, hier ziehen wir die Linie. So, dann frage ich jetzt einfach mal ganz klar durch. Wer hat denn den schlecht bewertetsten Pizzadienst? Ja, okay, auch, ja. Tiramisu und Stick, get it. Wer hat denn den mittleren? Okay, und du hast dann den Besten. Was tatsächlich an den Pizzen zumindest zu sehen war, was der Beste war, fand ich. Das hier ist, glaube ich, einfach, wie es ankommt, abhängig. Ich glaube, das Tiramisu stand legit einfach zu viel auf der Pizza und deswegen ist es so ausgelaufen. Aber okay, das ordne ich mir zu. Wie sieht's aus mit Bewertungen? Der schlechteste Place zuerst. Was hattest du, Julia? 3,1. Okay, da bin ich aber, glaube ich, trotzdem. Nee, ich habe 4 gesagt dieses Mal. Also okay, da bin ich doch schon sehr weit weg. Die Mitte hatte? 3,8. Da bin ich sogar fast näher dran mit der 3. Mal noch was gewesen. Also okay. Und der Beste? 4,3. Crazy. Da bin ich auch ziemlich weit von weg. Schade, schade und Schokolade, muss ich sagen. Eine Pizza, hier ist Pizza Borussia. Wir sind Borussia. Wir sind, nee, ich kann, ja, Fußball, ja, bis sie uns nicht einladen. Die Loge wird hier kein Plack gemacht. Ja. Ja, danke schön fürs Bestellen. Habt ihr noch eine private Anekdote zu den Pizzen? Warum das? Tut mir leid mit der anderen. Das war echt nur aus Versehen. Nee, du bist größer und tätowiert. Da passiert sowieso gar nichts, Julian. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Gut, Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like meinen Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.